Ja, huhu, hier wieder beim Koali in der Secret World. Mit mir dabei immer noch der Nefrak und die. Dark. May. Ah, die Guten immer zum Schluss. Ja, siehst du, ich bin gut. Ne. Nur schwer, wenn mehrere Männer da sind. So, wir wollen heute eine Albtraumquest machen. Von Vater Lucien, das widerliche Bankett. Meinst du denn, wir schaffen die? Ja. Filmsequenz. Ich kann diese ganzen Nachtwachen schon gar nicht mehr zählen. Ich frage mich, was geht zuerst aus? Kaffee oder Glauben? Glaube. Der Kaffee. Meine Kirche kennt sehr viele Wunder, viele Geheimnisse. Das ist in so einer Stadt auch nötig. Die Wege des Herrn sind in der Tat unergründlich. Aber wir lernen sie überall zu sehen. Überall. Ja. Runter mit den Füßen. Auf dem Friedhof liegen sowohl Einheimische als auch Sowjets, die hier gearbeitet haben. Nichts, worauf man stolz sein kann. Aber Sünden können vergeben werden und jeder Mensch sollte in Frieden ruhen dürfen. Aber dann kamen die Ghule aus ihren Löchern, wühlten in den Gräbern und fraßen die Toten. Dabei fiel mir ein, dass wir fasten, um uns reinzuwaschen, und ich denke, das lässt sich verallgemeinern. Ja, ich verhungere. Aber ich bin so rein wie frischer Karpatenschnee. Vielleicht lässt das Fasten ihre Laune verschwinden. Ich glaube, wenn wir den Ghulen ihre verdorbene Nahrung nehmen, kehrt Frieden ein. Wenigstens in dieser kleinen Zuflucht. Es gibt viele Dinge unter der Erde. Bleiben Sie. Oh, Anwesende, natürlich ausgenommen. Hübsch gesagt, Vater. Sie haben ja richtig Biss. Ja, der Biss hat er. So, Ah, ich mag wir ja Vampir. müssen zum Friedhof gehen. Wir sollten unser Gespräch in Bälde Nein, danke. Ich habe hier noch mehr für dich. Machst du das hier Ja. mit diesem komischen Geschoss? Erhöht nämlich den Schaden von Okay. meinem Defensivziel. Um 7, noch was. Man macht selber vernachlässigbaren Schaden. Bisher geht's ganz gut. Ich habe übrigens umgeglüft jetzt. Jetzt treffe ich auch mal ein bisschen was. Ja, und Nightmare-Kugeln sind, glaube ich, der beste Test dafür. Wieso? Weil sie noch eine höhere Verteidigung zum Treffen haben. Was? Was ist ein Gewürch in den Gräbern? Ja, ich glaube, es ist da oben gewesen. Ja, ich mache mir sicher.
Ein Chaos-Fokus. Yay. Cooler Trip, oder wie dieser das? Enthusiasmus. Oder wie ging das nochmal, wenn man das gleichzeitig gekocht hat? Dieser Spruch? Ja? Gab's doch immer früher so einen Spruch, oder nicht? Wenn man was gleichzeitig gesagt hat, irgendwie Cola Chips noch was irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm auch nicht mehr drauf. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ah je. Jule töten. Glyphen. Direkt ein bisschen aufräumen. Warte mal. Achso, das kann ja in jedem Grab sein. Da ist es schon. Hatte ich euch beiden eigentlich schon erzählt? Ich habe Blut schon mal schon komplett durchgeskillt. Yay. Dann müssen wir wieder alle einzeln machen. Anscheinend. Aber wie, das war noch kein Ghoul-Territorium hier? Das ist ja scheiße. Fallen sie wie die Fliegen. Gut, dass wir den Nessrack mit haben. Warum? Ich mach doch gar nichts. Ja, ich würde das nicht als nichts bezeichnen. Du hoffst den Schaden raus. Ich halt so. Bei mir, ich glaube, sämtliche Treffer bei mir werden geblockt. Ich bin schon nicht geblockt. Das spricht nicht für deine Durchdringung. Ey, das Problem habe ich doch sowieso schon immer. Ein Siegel. Engel und Unterwerfung. Los, Terra. Jetzt schon? Ah, der schon wieder. Der Müllplatzchef. Er hat keine Chance gegen uns. Die geballte Heilungskraft. Ich mag den Film. Ja, man merkt's. Ja, ich mach es nur fürs Defensivziel. Ah, das gilt jetzt für alle. Okay. Hast du irgendwelche Reinigungsskills vom Elementarismus? Nein, nur welche, die den Gegner reinigen. Oder du dich selber. Gibt es da auch noch welche? Und sonst gibt es nur in Pistole leider. Rotflinte auch. Ach ja, stimmt. Ja, die gute Fallen. Ja, ich freue mich schon auf die erste Ebene. Ja, man merkt, Terra hat Spaß an ihrer neuen Skillung. Ich habe Spaß an ihrer neuen Frisur. Ja. Was ihr natürlich nicht mitgekriegt habt, diese Frisur wurde... Nein, erzählt es nicht! Es wurde gesponsert von einem gewissen Lesrak Dark. Ja, er konnte meine vorherige nicht wirklich mehr sehen. Die fiel ihm nicht.
konnte sie schon das erste Mal nicht sehen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, und dann habe ich nur einen Kommentar gesagt, dann gib mir Geld für den Friseur und zack, hatte ich schon das Geld in der Tasche. Ich konnte gar nicht so schnell gucken. Und da musste ich tatsächlich zum Friseur kurz. Ich bin halt ein endlos großzügiger Mensch. Wie finden die Bänder zu lesen? Okay, müssen wir rein. Aber wenn die Frauen in den Kommentaren jetzt deswegen mailen, könnt ihr es vergessen. Wenn ich schon nicht der Frau den Friseurtermin bezahle, dann nur Terra. ich bin VIP. sowieso. Naja. Und Koali einmal in einem verrückten Traum. Aber da warst du Eukalypter, also. Das Suchgerät könnten wir eigentlich gleich mitnehmen. Yep, es ist eine Piepsen-Quest. Das ist die Pieps-Quest. So, ich muss jetzt mal live meine Nase putzen. In HD. In HD! Nee, nicht in HD, aua, sondern in hier Dolby Surround. Warte, ich glaube, ich kann jetzt. Ja, Bam. Kannst du was? Ja. Was? Hat sie doch gerade gesagt, sie kann jetzt Bam. Ach so, Bam. Ja. Wir werden das gleiche erleben, was Bam ist. Oh, das war beeindruckend. Oder war schon zu früh? Hä? Das Ding. Ich hab auch nichts gemacht. Das piepst. Ach ja, stimmt. Das Suchgerät mitnehmen. Ja, wäre eine Idee. Ja. Die Maschine reparieren. Bin ich, sehe ich aus wie Mechaniker oder was? Yep. Muss man aber echt alles selber machen hier in diesem Spiel, wa? Multitasking. Multitalentiert. Oh, hallo, Mr. Müllhaufen-Herrscher. Hey, ich funktioniert. Aber ich hab die doch. Oh, ich hab's noch nicht aufgesetzt. Ja, gut. More damage for Terra! Dauern. Ich hab noch nicht die FPs zusammen. Verdammt. Aktivieren? Das muss wieder jeder einzeln machen hier, oder was? Siegel der Verdammtheit. Oh, ich habe zwei Siegeltaschen gekriegt. Ja. Nein, nur zwei. Siegel habe ich. Nebenwaffen. Hier ist was für Witch Drum. Warte mal. Was ist Handlungsziel ist zu weit entfernt? Kannst du mal sehen, neue Frisur bin ich zu weit entfernt. danke. Bitteschön. Noch 10 mehr und 9 blaue dazu. Und ich habe ein lilanes. Ich muss immer noch die Quelle des Signals finden. Ja, Siegel der Verzerrung für Chaosangriffe. Dein Schwert sieht auch lustig aus. Ja. Das ist jetzt so ein Kunchoma oder sowas. Ja. Was sind denn etwa aus Ägypten? Natürlich. Fand ich viel schicker.
Als was? Als so ein normales Schwert, einfach weil ich bin mehr so ein Krummsäbel-Typ dann. Ja. Oder wenn, dann freue ich mich. Ja, ich weiß, ich spoiler schon wieder. Auch später, wenn man Kailan ist, kriegt man aus dem Bereich Kranze ja einen schönen Skin kriegen, dass du mehr so ein Katana hast. Das ist cool. Ja, das ist Kaidan. Piep. 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 Das. Ein Wissen. Ein Wissen. Auf ist mit Gebrüll. Yay. Das ist, glaube ich, das erste Wissen in dieser Aufnahme. Ja. Deswegen die Piep-Quest. In einer Aufnahme-Quest muss es immer mindestens eine geben. Ja. Gut, ich sollte dann auch nochmal mir Hilfe geben lassen, was man gegen dieses Unterbrechen machen kann. Was man gegen das Unterbrechen? Ja, ich werde gerade ziemlich viel gestanden. Also vor den geschubst. Einfach mal so, weil die lustig sind. Weil die Geld. Und du hast doch mit Mixbaum oben. Mixbaum oben. Allererster Skill. Warte. Mixbaum oben. Fingerfertigkeit. Ja, nee, aber du hast doch auch einen, der dich nicht betäubt oder so. Als Tank. Im Hammer. Mit dem Hammer. Okay, mit dem Hammer. Im Hammer, ja. Ist auch ein aktiver. In der Pistole gibt es einen passiven. Aber ist eine Elite im äußersten Kreis. Das war doch das eine Haus da. Ich glaube, das ist da gleich da hinten. Hier ist es wieder leiser. Und was ist das andere? Ich habe wohl für irgendeine andere Questreihe zu müssen, die sind sowieso gefangen. Ja, die gehören zu einer anderen Questreihe, aber wir müssen den eins da. mit dem Piepteil. Ich habe hier so einen Marker auf meiner Map für das Signal. Was ist das? Jetzt wird's schneller. Hier. Oh ja, schon. So süß nicht wird. Das ist eins der Häuser. Und dann hier, ne? Ja. Gott sei Dank ist dieses Gepiepel weg. Schade, ich habe mich gerade dran gewöhnt. Nee. Die Dokumente zu Vasile bringen. Vasile! War das nicht dieses Gleitgel? Das heißt Vaseline. Ach ja, okay. Mein. Ja, ich weiß, von mir müsste man eigentlich erwarten, dass ich das weiß. Ah, oh, da kenne ich ein schönes YouTube-Lied, Link, den muss ich dir später nochmal zeigen. Da wirst du feiern.
wem ist das? Ja, ich müsste rausgucken. Ausholen, suchen. Straße. Straße war besser. Huh. Möge die Straße. Ja, hier in dem Gebiet ist es sowieso immer so laggy, dass ich immer überall reinfalle. Ach, du meinst, das gehört nicht dazu? Nein, das gehört nicht dazu. Aber das gehört dazu. Oh, das ist ein besonderer, glaube ich. Nee, der läuft hier immer rum. Aber der hat einen Krön. Ja, ich weiß, weil er ein bisschen härter ist als die anderen, aber so viel härter finde ich ihn jetzt gar nicht. Natürlich nicht, ist auch okay. Ja, du hast ja auch Eukalypta als Heilung. Genau. Und Leschrad als DD. Und Supporter. Supporter. Ich habe bei der Zusammenstellung darauf geachtet, dass meine Angriffe ja wenig Schaden machen. Als DD würde ich hier nicht bezeichnen. Unterstützer. Ja, das war in der Tat etwas lustig. Also Unterstützer, damit kann ich leben. Ah, das darfst du schon. Früher war mein Arm, heute mein Aufzug. Aber da seht ihr, meine liebe Community, selbst in Krankheit und er ist halb tot und trotzdem nimmt er für euch auf. Schreibt mal Kommentare, könnt ihr mal Dankbarkeit zeigen. Ich müsste mal wieder Blackboard aufnehmen, oder? Ja, mach doch mal gegen einen anderen Spieler. Das war ein Finden, der gleichzeitig mit mir online ist. Außerdem, das bringt überhaupt nichts. Also Einzelfreundschaftsspiele, das ist langweilig. Nicht Freundschaftsspiele, einfach eine Liga zu zweit gründen. Ja, in der Liga hast du Verpflichtungen zu spielen. Nein. Und dann doch. Das funktioniert die ganze Liga ja nicht. Liegen mit anderen. Nee, das macht nichts. Ich habe eh schon so viele Termine und das klappt nicht. Terra, spielst du denn mal Blood Bowl mit mir? Was? What? So, der Doktor. Oh, das ist schon wieder Gula am Hals. Irgendjemand hat's mitgebracht. Ich hab's einfach nur abgefragt. Oh, ich heile die ganze Zeit den Doktor. Ja, ich auch. So. So, ich würde sagen, dann machen wir nochmal seine kleine Google-Quest hier, wa? Okay. Ach, wie ist denn nochmal der Name? Video. Ja, eine schlechte Angewohnheit. Ich habe seit dem Studium nicht mehr so viel geraucht und so wenig geschlafen. Als junger Mann habe ich viel gelernt. Vieles, was man im Krieg brauchen kann. Angelschnur ist gut zum Nähen von Wunden. Desinfiziert wird mit starkem Palinka. Und ein Arzt darf es sich niemals mit den Schwestern verscherzen. Dann scheißen sie dir auch nicht in deinen Spind. Denn sie machen die richtige Arbeit. Verteilen, was gebraucht wird, wohin es nötig ist. Alleine richtet ein Arzt nicht viel aus. Und hier muss ich Medizinstudent oder doch Tierarzt sein und Psychiater und Alchemist. Die vielen Verletzten, die sie zu mir bringen, sind anatomisch oft exotischer, als die Menschen es sind. Zum Glück sterilisieren die Vampire ihre Waffen. Wir sind alle Profis, wenn es darum geht, Blut sauber zu halten. Sie haben viele andere Aufgaben, nehme ich an. Warum wären Sie sonst in diesem seltsamen Dorf? Wohl nicht zum Sightseeing? Aber wir sind hier im Krieg. Mit vielen Verwundeten. Und meine Helfer müssen mich unbedingt bestmöglich unterstützen. Damit ich als Chirurg den Namen Varias Ehre mache. Anderen Varias vergessen kann.
war doch noch genug dran, die hätte er mir geben können. So, hat jemand von euch die Lösung offen oder müssen wir jetzt hier wirklich... Das erste ist die Zepam. Also hier haben wir Medikamente auf dem Tisch. Also wir brauchen Diazepam. Und das Chloro... Moment, nehme ich erstmal. Wenn wir das falsch nehmen. Zack. Chloro... Chloroquin? Genau. Okay. Und dann wann kommen... Comicin? Ja. Ich weiß nur den Namen nicht mehr, weil er am Ende. Zum ersten Patienten, das ist der hier, ne? Und schauen wir uns doch mal seine Leiden an. Was hat er denn? Leichte Krämpfe in den Kiefermuskeln, Atemprobleme. Oh, der ist ja fast wie ich. Ich habe Verdacht, dass alle Krankheiten meiner Patienten etwas mit verschmutztem Blut der Vampire zu tun haben. Also, was geben wir ihm? Diazepam? Genau. Wupp. Und zack, haben wir ihn geheilt. Oh Gott sei Dank. Der Arzt. So, ach mal, was hat denn unser zweiter Patient hier? Sieht ein bisschen nach Aua aus. Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber, Brechreiz. Also die sieht jetzt echt nicht nach danach aus, als ob das schlimmste Problem, was sie hat, Kopfschmerzen und Übelkeit ist. Also, ja gut. Die kriegt das Chlor. Jo, wir geben Chlor. Ja, du weißt, was ich meine. Wir vergiften sie mit Chlor. So. Erlösung. Nächster Patient. Fieber, Frösteln, starkes Zittern, Orientierungslosigkeit. Kleine rote Flecken auf der Haut. Hm? Masern. Die Masern! dann bleibt dir nur noch eine Medizin über. Patient ist zu weit entfernt. Verdammt! Na. Drogen! Den vierten Patienten untersuchen. Was hat er denn? Aggressives Verhalten. Halluzination, Wahnvorstellung. Du musst das selbst anklicken, der Schrank. Also nur an. Klingt nach Lesrax möchte gern Krankheit. Dann das Buch hier? Guck mal, wessen Katze ist das meine, die sich da auf den Weg davon nimmt? Dauererektion. Ich glaube nicht, dass du das haben willst. So, das Tagebuch lesen. So, gucken wir nochmal. Oh, natürlich kryptisch wie immer. Ja, dazu sollte man dann auch wissen, ist das ja irgendwie auf Russisch oder? Rumänisch, genau, Rumänisch. Geschrieben ist und könnte man ja auch alles übersetzen, aber ich bin ja auch ein Freund von Google. Deswegen dürfen wir jetzt insgesamt. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand das hier spielt und die Quests wirklich alleine macht oder nicht in den Lösungen nachguckt. Also ich habe es teilweise am Anfang auch alles mir übersetzt, ne? Aber so nach einer Zeit ist das. Mit dem Google Translator. Ja, mit dem Translator. Die sind immer so gut, die Google Translator. So, hier einmal das Bild anklicken. Einmal hoch. Herr Schrack. In der heiligen Kirche ist ein heiliger Mann. Der Vampir. Die sexheilige Mann besitzt ein heiliges Buch. Ach, dieser. Siehst du, wenn der Lesrak da ist, lese ich schon wieder so verquer hier. Ich merke schon. Ich finde es schlimm. Aber kommt, Leute, das sieht wirklich aus, als würde schnell da stehen, die sexheilige Mann. Naja. Ja, ich weiß.
Das liegt alles nur an Lesra. Ja, immer hab ich Schuld. Bitte, okay, dann sagt wenigstens mal eine positive Sache über mich. Und ich mache es nicht leicht, jeder von euch eine positive Sache. Gehen wir jetzt zu Fuß dahin oder porten? Da kommt nicht mal eine Antwort, toll, nett. Ach, das muss porten. Ist ja nicht so schlimm. Haben wir diese tolle Port-Sequenz auch nochmal. Ich finde die sehr gelungen. Mhm. Und wieder zu dem komischen Pfarrer hier. Und dann ist mal hinter die Kirche. Lesrak, wir dürfen mit Terra hinter die Kirche. Ich bin eingeschnappt. Ich bin eingeschnappt. So, Achtung, ich schreibe ihn euch mal in eine Gruppe. Das ist das Passwort. Okay. J. Tada. So, das gab KP. FP. Mir hat es nicht so wirklich funktioniert. So. Tja. Das Gute ist, die halbe Stunde ist auch schon wieder um. Oh. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Terra, Lesrak und Guali schnetzeln sich durch die Super World. Ich würde schon fragen, was ist eine Netzschmelze? Das willst du gar nicht wissen. Ja doch, sonst würde ich ja nicht fragen. Ich will nicht dumm sterben. Too much information. Wenn ihr das wisst, in den Comments ist Platz dafür. Ja, bis zum nächsten Mal. Have fun. Tschüss. Und ihr sagt jetzt auch Tschüss. Ich kann dich anfassen. Tschüss. Was nochmal? Lasst euch nicht anfassen. Tschüss. Okay. Das ist das weise Wort zum Sonntag. Liebe Kinder, hört auf den Lesrak. Oh, sorry. Das tue nicht mal ich. Tschüss.